Alles klar. So, einen herzlichen und wunderschönen guten Abend, damit ihr die Uhrzeit seht und ihr könnt es auch aktuell auf meinem Kanal und auch bei Dirk 42 und Friends nachchecken. Und der Alex ist mit dabei. Sein Kanal, muss ich mal gucken, dass ich den mit in die Beschreibung reingeprügelt bekomme. Sag mal, hi. Bloß nicht, dann bekommt ihr alle ein Virus kostenfrei zugesendet. So, er kann es bezeugen. Ich komme gerade aus einem knapp 5-Stunden-Stream, bin also demnach völlig im Arsch. Allerdings, SCS Software hat das Geweine und das Gekreiche der kleinen Kinder erhört. Ja, deswegen, ich baue jetzt noch kurz meinen Laptop ab, erzähl euch, was passiert ist. Und zwar die 1.31 Public Beta, das heißt, die Beta-Phase hatte begonnen. Wir können gucken und damit wir den schönen Scania hier noch nicht verunstalten, das habe ich auch schon in den Stream erwähnt, werden wir ganz kurz einen Sprung der Extralative machen. Und zwar geht es für uns nach Hannover und zwar zu Scania. Nein, wir wollen jetzt nicht dahin, sondern wir brauchen. Nein, warum klicke ich eigentlich 500 Mal das Falsche an? Das ist absolute Übermüdung, kann ich euch schon mal sagen. Ist das Hannover? Ich glaube ja, so sehr gut in Deutschkenntnissen. Besucht einen ausgewählten Händler, wollen, ja, wir wollen dahin kommen. Immer rein in die gute Stube und natürlich dann mal glupschen. So, wir nehmen natürlich den Scania S. Ausführung ändern und im TS bitte derjenige. Ach Gott, das sieht so scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. Es sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Leute, das. Wollt ihr mich verarschen? Was hast du jetzt schon wieder zu meckern? Gott, sieht das aus. Gott. Heiliger Jesus Christus, ist das eine. Boah. Unfall oder kein Unfall? Das ist Augenkrebs. So. Gut, da hat schon mal einer kräftig geschissen. Das ist auch so. 730 PS nehmen wir mit. 12 plus 2 ist auch angenehm. So, was hat sich denn hier Feines geändert? Geändert hat sich in der Innen. Ja, ihr seht schon, wir können ein bisschen mehr machen. Allerdings ist das. Ich mag dieses Rot irgendwie nicht so ganz. Das ist, ja, was ist das? Das sieht aus wie Klötenkümmel mit Klötenkümmel gemischt. Das ist, weiß ich nicht, das ist auch nicht aus, ne? Das sieht aus wie, ach so, das ändert sich dann da. Aha. So, können wir den Scheiß weg? Ach so, das weiß ich nicht. Ja, also, ich hab, wie gesagt, jeder in den Stream bei Dirk 42 und Friends die ganze Zeit, ah, oh, 1.31 ist draußen, so, ich gucke mir den Scheiß an und denke mir so, ja gut. Lackierung. Sind wir in Love? Sind wir nicht in Love? Doch, Alex ist dabei. Alex ist dabei. Komm, in Love. Alex, nur für in Love. So. Die Fragen aller Fragen ist das passiert? Es ist passiert. Ach Gott. Endlich. Wir können hier wieder basteln. So. Allerdings auch wieder nur, wie üblich, die Hälfte, die versprochen wurde, umgesetzt. Ja, es ist nur die Hälfte. Man hatte uns gesagt, komplett bis nach hinten hin. Über die Sattelplatte können wir was basteln. Ist natürlich nicht. Ich weiß ja, der Chris Maximus wird das wieder in seinen Stream sagen. Leck mich am Arsch. Oh, leck mich am Uka. Freunde. Der Chris Maximus, der geht aber anders ab. Der interessiert mich nicht. Der ist ja auch ein Schnittlauch gibt. Das interessiert mich dieser Maximus. So, das ist ein Blinklicht. Machen wir genauso auch da ein Blinklicht an. So, mit der Knete nicht sparsam sein. So, damit uns auch jeder Vollidiot von hinten sieht, dass wir blinken. Ja. Das ist, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber ich glaube nicht. Wie gesagt, 5 Stunden Stream, das macht einfach keinen Sinn. Und trotzdem müssen wir hier noch professionell meckern. So. Komm. Wie gesagt, das ist nicht der LKW, den wir benutzen die ganze Zeit. Unseren werden wir natürlich komplett umbauen. Ne? Aber wir werden natürlich richtig Kacke ranbauen.
Ordentlich hier. So, was haben wir denn da? Ja, Scania, ne? Sieht doch schon mal nice aus. Kann man machen, muss man nicht. So, auch der ganze Scheiß funktioniert wieder. Allerdings bitte so und dann brauchen wir das. Nein, das, nein, das. Na, wo ist er denn? Da. Zack. Auspuff. Kümmern wir uns gleich drum. So, auch da hat sich ja einiges geändert. So, es ist sogar mit lackiert. Das ist schön. V8-Symbol. Finde ich geil. Kriegen wir gleich wieder einen Harten im Garten. Mega Auspuff. Muss nicht sein. Können wir das so machen? Ja, komm, dann können wir das hier unten ändern. Kann das hier eliminiert werden? Und hier können wir den Schacht dicht machen. Zack, bumm. Dann können wir hier. So, jetzt muss ich selber noch die Lampen daran bauen, oder was? Für alles hat man Personal, außer dafür wieder nicht. Das ist auch geil. So, im TS und im Skype halten alle die Fresse, weil Cookie ist am Labern. Cookie baut nur Scheiße. Bauen Sie mal ein LKW. Weil die 1.31 Public Beta da ist. Aber wir sind SES-Software und wir haben Ihnen eigentlich noch einen Trailer versprochen. Alles klar. Erscheinungsdatum irgendwann mal. Können Sie kaufen, wenn Sie Bock haben. Brauchen Sie neue DLC? Jetzt auch nur für 20 Euro. Ein verfickter Anhänger. Nee, wir sind ja nicht bei LS17, wo alles Geld kostet. So, dann habt ihr mitbekommen, WhatsApp klingelt auch in einer Tour bei mir. Die Reifen werde ich jetzt nicht machen, weil an den Reifen hat sich eh nichts geändert. Seid mir da nicht sauer. Um die Reifen geht es auch eigentlich gar nicht. Aber damit er erstmal so halbwegs. Ach, oh, die Farbe ist ja fürchterlich, ne? Also, sorry, das ist. So, komm hier irgendein random Shit oder sowas. Weiß nicht warum, sieht irgendwie geil aus, lassen wir so. Ja, lassen wir so. Zack, bumm. Also würde ich jetzt Geld mit YouTube verdienen, zack, bumm. 10 Minuten haben wir locker voll. Was kriegen wir da eigentlich bei YouTube? Ich weiß es nicht. Und glaube ich auch noch auf die Alter finden. Da sind ja mehr Punkte zugekommen als nötig. Außer ich würde es schneiden, dann würde es keine 10 Minuten mehr gehen. Ja, außer er würde schneiden. Bin ich jetzt mit 400 Abonnenten so geil, dass man sich jetzt schon Cutter leisten kann? Ich weiß es nicht. Übrigens könnt ihr unter den Livestream, da könnt ihr das noch schreiben, wenn ihr möchtet. Endlich, wir können das hier wieder benutzen. Das leuchtet so geil. Da kriege ich mal einen Abgang. Könnt ihr schreiben, wie euch das Thumbnail gefallen hat? Das neue, das stammt von der Nora. Verfehlt, Genau, glaube er hat's ich. gesagt. Genau, irgendwie so. Ich werde euch auf jeden Fall irgendwann mal in irgendeinem Video werde ich sie euch mal verlinken. Könnt ihr mal reinschauen. Endlich können wir die ganze Bling-Bling-Scheiße da wieder reinheben. Ah, oh, ich hasse diesen Adler-Scheiß. Ne? Das war nur so schissen aus. So, dann die Lampen. Können wir auch endlich überarbeiten, weil die Lampen, die sind, ja, die sind, ich finde sie äußerst hässlich. Ich finde die, aber wir fangen unten an. Wir fangen unten an. Nee, damit fangen wir jetzt nicht an. Wir wollen nicht ins Detail gehen, sondern wir gucken erstmal tatsächlich hier, zack, bumm. Jetzt ist die, ja, Frage, warum leuchtet es nicht? Aber das ist egal, das ist scheiß drauf. So, dann können wir nämlich hier den machen. So, ich habe mich die ganze Gesundheit. Zeit, Dankeschön. Ich habe mich die ganze Zeit zusammengerissen. Nirgends, oh Leute, 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 ich krieg einen Harten im Garten. Puh, leck mich am Arsch. Und das, ihr wisst, dass wir das, den LKW, den bauen wir jetzt eigentlich nur auf, um euch das zu zeigen, wie geil das ausschaut. Jetzt müssten wir eigentlich die komplette Lackierung in Schwatte machen. Das, warte mal, den machen wir ganz kurz Schwatte. Warte. Haben wir da irgend so eine mystische Kacke hier. Sieht aber auch eher.
Hat. Egal, so schaut das schon sexy aus. Können wir machen, müssen wir nicht. So, ich habe den Punkt vergessen, das ist der. Jetzt ist die Frage, machen wir daraus einen PC-Killer, ja, ein Rechnerkiller? Oder machen wir keinen Rechnerkiller draus? Aber komm, für das Video einfach nur zum gnadenlosen Harten in den Garten kriegen. Das voll in Ordnung. Können wir bringen, die Nummer. So. Das ist ja nachher nur noch ein farmender Grobpanzer. Also wir wissen jetzt schon, dass in ETS 2 eh nachher jeder Dödelkopf kommt und so, guck mal mein Scania, wie geil der ist. Ja, die sehen dann eh alle gleich aus. Das ist. Ja, also wir werden uns dann eh später damit auseinandersetzen. Aber wie geil ist das denn? So, das könnt ihr übrigens haben mit dem Mighty Griffin-Kram. Ne? Also Mighty Griffin braucht ihr, um das halt hinzukriegen. Jetzt ist die Frage, können wir das endlich auch mal ändern? So. Wir können es tatsächlich ändern. Es sieht so viel besser aus als vorher in der Standardvariante. Vorher konnten wir das nur so machen. Finde ich scheiße. Ich will das eher so haben. Oder machen wir das so? Nee. Dann eher lieber komplett schwarz. Passt besser. Jetzt können wir nämlich da noch raufgehen. Und können. Zack, bumm. Das sieht auch geil aus. Aber. Das hätte eher Style. Oder meint ihr lieber so? Aber dann ist. Ja, das hat ja dann eben mit vorne nichts mehr zu tun. Dann ändern wir. Nee, sorry, dann machen wir das lieber so. Ne? Schön unseren Adler da rein. Greif heißt das, glaube ich, richtig. So, haben wir. Brauchen wir nicht. Lampen. Natürlich lackiert. Anders ist es nicht zu erwarten. Können wir den inzwischen tiefer hängen? Können wir. Der da rumstöhnt, das ist übrigens die Dobscharnudel. Nein. Oder jemand anders. Weiß es nicht. So. Egal. Rumstöhnen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Alles höchstens mein Ventilator. Okay, sein Ventilator. Der gerade einen harten kriegt. Nein. Drück da die Knöpfe. Ja, die Knöpfe. So. Jetzt müssen wir aber unten die Schürze, sorry, kriegen wir die auch irgendwie lackiert? Brauchen wir eh nicht. Kriegen wir die nicht in lackiert? Doch, jetzt. Sorry. Kann man so anbieten. Was uns interessiert hat, war auch die Innenausstattung. So, die Innenausstattung hat uns interessiert. Die hatten das umgesetzt. Der Tisch wird jetzt natürlich nicht gnadenlos groß sein. Okay. Jetzt ultra hässlich. So geht das auch in Ordnung. Ist jetzt halt die Frage, ne? Stellt man sich den Tisch direkt vor ein, ja, dass man halt den direkt bei sich hat, oder man möchte die Brotzeit machen, ja, und man sitzt auf dem Beifahrerstuhl, ne? Auf dem Beifahrersitz. Das ist halt die Sache. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt, aber da habt ihr halt nur drei Slots möglich. Und so habt ihr auch nur drei. Das ist doch voll für den Arsch. Ja, dann kann man den doch da unten hinsetzen. Ja, und dann, sorry, weil das klaut oben nur Platz. Ihr müsst euch das mal realistisch vorstellen, wenn er da oben sitzt. So, und ihr sitzt hier im LKW. Ja, dreh dich mal bitte. So, dann sitzt ihr da. Ist der da leider total im Blickwinkel. Ja, also das geht gar nicht. Also wenn dann den Tisch rüber. Da würde er mehr Sinn machen. So, am besten immer eine. Oh, Hani und Nani werden wir da nicht reinsetzen. Habe ich überhaupt keinen Bock zu. Bekommen so eine Kacke hier. Eine Tasse. Wir brauchen eine Tasse, weil Tee trinken ist A und O. Tee kommen wir gar nicht voran. Ich sehe schon, das Video sprengt wieder alle Zeiten. Ich muss eigentlich mit dem Hund gehen. Es ist, keine Ahnung, die Uhrzeit. 23:17 Uhr.
gut, beste Zeit, um ein Video zu machen für diesen komischen Kanal hier. Ihr könnt übrigens immer noch entscheiden, was wir machen sollen. 400 Abonnenten haben wir. So, falls ein Navi ausfällt, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Puh, wir haben keine Freundin. Also kann der Sitz leer bleiben. Und, ja. Wechselklamotten oder fressen? Fressen. Sorry. Nee, komm, die Box sieht so hässlich aus, ne? Die sieht so hässlich aus. Eine Reisetasche. So, da können wir immer noch nichts machen. Die Fahnen werden wir uns nicht dranhängen. Am Navi wird sich auch nichts geändert haben. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Navi klaut viel zu viel Platz. So, jetzt ist die Frage, kann man die Lampen da unten, kann man nicht ändern. Aber wir könnten es ausbauen, das werden wir nicht machen. So, anderes Lenkrad. V8 Lenkrad, unsere beiden Knüppel, damit es auch wieder schön dumm aussieht. Noch keine Ahnung habe, warum ich das so mache. Das brauchen ja für nichts eine Erklärung. Das ist das. Das ist das. Ja, gut. Ich würde sagen, bestätigen. Und wir kaufen das Teil. Ja, gut. Haben wir denn noch in Stuttgart einen Platz frei? Nö, in Stuttgart haben wir keinen Platz mehr frei. Ja. Muss halt München herhalten. So, halt mal fest, meine LKW. Zack. Dann wollen wir uns natürlich auch das Elend mal angucken. Quatsch. Zack. Zack. Stück hoch. Mal zack. Beleuchtung anschmeißen. Passt. Ja, gut, Gardine haben wir jetzt nicht gemacht, ne? Das können wir ja noch schnell machen. Ah, ich möchte den LKW da verlassen. Ich will den nicht nochmal kaufen. Nur nicht reich. So. Kann sich sehen lassen. Da oben die Randale leuchten, wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Klingt immer noch wie ein feuchter Furz. Aber ist ja auch, wie gesagt. Da werden wir noch mal ganz kurz was ändern am LKW. Oh, sorry, Soundbug. Da werden wir noch mal ganz kurz was ändern am LKW. Interessiert mich jetzt, ne? Wie das aussehen würde, weil der Blick so vom LKW ist schon mal nicht verkehrt, aber wir können da noch mal ganz kurz was dran reißen. Ganz kurz. So. Wenn wir da jetzt zum Beispiel schon mit Chrom spielen. Nee, das ist falsch. Würde eher passen. Nee, das passt. Okay. Dann haben wir. Sieht irgendwie ein bisschen edler aus. Könnte halten wie ein Dachdecker. Ob man das jetzt. Ob man dafür jetzt jemanden so dermaßen stressen muss, weiß ich nicht. Wir warten einfach mal ab.
Ah, ne. Gut. Ist jetzt einfach mal so quickie-mäßig zusammengebaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ösen. Und wie gesagt, wir warten einfach, bis die offizielle Version draußen ist. Also, tschaußen.